So Leute, wieder zurück bei Let's Play The Night of the Rabbit, wieder mit Ryder Gamer. Rabbit. Ich habe dieses Mal die Audio ein bisschen verändert. Ich hoffe, das hat beim letzten Part nicht extrem gestört oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie ich es hinkriege. Es wird schon gehen. Der Typ müsste jetzt eigentlich komplett schlafen. Wieso ist der wach? Das ist, glaube ich, ein Bug. Kann ich das nur nicht... Oder kann es sein, dass er nur für eine gewisse Zeit... Bei all ihren Tropfen hauen doch mehr rein als so ein bisschen. Ich versuch's jetzt nochmal. Die Nuss passt sicher perfekt in die Kanone. Geil, ich kann echt die Nuss rein. Warum sollte ich die wahllos in die Landschaft schießen? Weiß ich noch nicht. Einfach damit es was bringt. Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Baumkrone über der Stadt. Aha, ich weiß wo. Baumkronen, das ist bestimmt dies Scheiß, wo ich nachher mit dem zum grünen Typ hin muss. Weißt du, was ich meine? Den kleinen Gnomen. Da ist ja kein Licht in der Nacht. Ja, wenn ich jetzt die Glynus dahin raste, warte, kann ich eigentlich, ich möchte lieber so einen Nagel dahin, weißt du, das wäre viel geiler. Aber ich werde wahrscheinlich nur, ich find's geil. Der Typ ist vollkommen wach, seine Augen sind offen und ich kann trotzdem okay, rumfingern. Mal schau mal, er bewegt sich. Ich interessiert's nicht, er ist im Schlafwandeln. So, zünden wir die. Yeah. Magic. Ich hab fast den großen Ast hinter dem Rathaus getroffen. Sieh sich das einer an. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Gut, wow. Und trotz dem Krach schläft die Wache immer noch tief und fest. Sie sieht nicht so schläfrig aus, aber egal. Es hat funktioniert. Ich hab so Angst vor deinem schwarzen Maus da unten mit dem Blatt. Voll gefährlich, ey. Das ist ein hart, ja, perfekt getroffen. Schau dir das doch an. Das leuchtet hier. Wie die, der Typ, habe ich sie. Wieso ist der Typ nicht so erwischt worden? Der Typ hat eh offene Augen. Das ist gut so. Hoch. Also das nicht funktioniert. Nee, es funktioniert. Wow. Komm weiter. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Weißt du? Ja. Wie schön. Das Geile ist, diese Nuss war ziemlich teuer und nur selten haben Leute so eine. Weißt du, das ist so eine, so etwas für die Adelstypen. Nur eine Familie hatte diese Nüsse. Und ich bin natürlich so ein Bastard und schieß mit dem einfach mal aus der Kanone. Ist ja nicht so, dass die wertvoll wären. Nee. Ich meine, du kippst Kaffee in den Zylinder. Ja, eben. Warte, das könnte ich auch tun. Aber jetzt kann ich zumindest sehen, wo ich hintrete. Hoffentlich geht das gut. Der kann doch niemals so weit springen. Alter, wie das das für... Also, geschafft. Der hat schon Eier. Ganz schön abenteuerlich. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Wie der kann ich so weit springen? Genau, wo auf diesen kleinen Ast springt. Die Audio von dem Grün ist gerade ineinander verschoben gewesen. Grimmiger Mann in Grün. Ist dir klar, wie lange ich gewartet hab? 5 Jetzt Tage. Jetzt bin ich uralt und noch ein paar Tage. Du bald hast doch sicher hier den Baum beschossen, oder? Hab hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben, aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Ausdruck, so als der Ball. Was zur Rolle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine 3 Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Ist der eine Zauberlehrling und kannst dich zaubern, oder wie? Aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, kann der kommt zaubern. Zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Cool, das nächste Portal. Ob Halleluja, du bist weitergekommen. Ja, bin ich. Der Typ geht automatisch rein. Der beamt sich der rein. Der beamt sich in die Luft. Ist jetzt weg. Gut. Geil. Wie extrem fett die Landschaft hier ist. Und Normalgröße. Eier. Cool. Neues Gebiet. Ich weiß noch nicht, wie es heißt, aber da ist ein Baum. Hagel, Regen und Nebelschwaden. Und eine Brücke mit Doofzeichen, das falls Portal es eine Brücke darstellen soll, was da steht. Aber ich muss mich sowieso noch um den aber auf jeden Fall ist ein Doofzeichen abgebildet. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Kleinen grünen Mann, ja, ja. Von mir klaut niemand! So, ich glaube, ich kann ihm jetzt den Hut wiedergeben. Ich gebe ihm mal den Hut wieder. Einmal nachher. Die Nummer 40B.
übergroßer grüner Hut. Das ist wirklich nicht so das Spiel für mich. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempo. Ich bin nicht so der Typ, der so recht gerne was Ernstes macht. Mein Kleeblatt friert. Wie du ja schon weißt. Wo sind wir denn eigentlich das hier? Ist echt wirklich gerade dazu gedacht, um meinen Humor halbwegs. Wir sind im Lande des wallenden Windes, ja. Der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der, hat einen der großen sanften Melancholie des größer als er selbst. Oder was Zylinder. Für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, vielleicht ist er dort zweimal. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du also steht es auf dem Kopf erst selbst nochmal. Oder das voller Hasen, also wünschen? So ein dämlicher ist ja Zauber. Toll. Keine Ahnung. Hey, cool, ich kann mir was wünschen. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Alter. 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000. Freundlich ausdrucksweise, mein Lieber. Ja, extrem freundlich. 100 Videospiele. 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich. Okay, jetzt kann ich wählen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn du über reden musst und du siehst einen Text, die reden auch, dann, ich glaube, kaum hört man dich. Also ich weiß nicht, ob man dich wirklich versteht, weil es ist beides dann gleich laut. Aber mal sehen. Was? Allerliebsten jetzt schon. Meister meines Fachs. Okay, also ich könnte jetzt schon der Überzauberer werden. Beliebter bei allen? Nee, das braucht er nicht. Wie hast du mich vorhin nochmal genannt hier jetzt? Wie hast du mich vorhin nochmal genannt? Ja, dann wird mal frech. Balk, Kartoffelnase, 3 Käse hoch, Kleeblattkapper, Brackwasser-Teetrinker, Schleimschnitt, Kleinkartoffelbauergehilfe, mieser Mückennährer. Boah, der hat Alter, hat der. Da waren auch ein paar Neue. Alter, dabei, ist der hart. Den muss ich unbedingt killen. Ich will nicht. Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Das war das Erste, weil so wir brauchen schon keine Freunde. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter... Geht nach hinten los. Klempner. Wie? Aber ich... Küchen. Also ich bin jetzt nicht Klempner. Meister eines Faches bist du jetzt. Ich wusste es, irgendwas anderes. Überall beliebt. 2 Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann... Gut, ich bin jetzt professioneller Klempner. Dass ich schon fertig bin mit meiner Ausbildung, geht nach hinten los. Dass man mich mag, wenn man mich nur anschaut. Nochmal, was hast du vorhin zu mir gesagt? Nochmal, was hast du vorhin sag's zu mal, mir gesagt? Mal. Grünschnabel! Vielleicht kommt noch mehr dazu. Ganz Sicherheit. Nase, 3 Käse hoch, Kleeblattkappe, Brackwasser-Teetrinker. Ja. Schleimschnitten, Kleinkartoffelbauergehilfe, ja. Mieser Mückennährer, Quengelquappe. Der ist neu. Genau, ich dachte schon, ich hatte mich verwirrt. War das auch schon drin? Nein, das letzte war auch schon drin. Okay, dass man mich mag, also was sollen wir nehmen, Ryder? Dass alle uns mögen, wenn man sie uns anschaut? Oder nee, wir machen fertig so mit der Ausbildung? Den Mario Brothers in einem. Wir machen das mit der Ausbildung. Das sind, mach mal. Die Ausbildung. Fertig. Wir sind aber schon ausgezeichneter Klempner. Wir haben doch keine. Hat er eine andere Ausbildung? Nee, ich glaube, das kann. Ich glaube, das kann nicht. Ich bin mit meiner Ausbildung. Ich glaube, das kann nicht nach hinten gehen. Oder was für eine Ausbildung sonst? Also bisher merke ich nichts. Also doch, es kitzelt ein klein wenig. Geil, ich habe einen Bart. Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, ja, die ich erlangt habe? Ja, ich wusste es. Ich mache aus den Klemmen nochmal. Alter, Super Mario. Ein Schnurrbart. Ganz wie die großen Erwachsenen. Mach aus dem Klempner, wie ich schon sagte. Alter, ich wäre noch professioneller. Ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt. Dumm. Du mieser Mückennährer. Alter. Kannst und du die Kosenamen für mich? Sein, dann bist du die Pussy mit Schnauze. Alter, dann bin ich der Hardcore, dann bin ich Super Mario mit. Beliebt bei den Prinzessinnen und Schnurrbart und Klempner. Sag's doch mal, kannst du die ja, die neuen Kosenamen wiederholen? Kosenamen für mich ein letztes Mal wiederholen? Dann haben wir es nochmal schön. Ja, ich hoffe, der verplappert sich irgendwo. Jetzt ist er vielleicht hängt jetzt was mit Bart dran. Wasser-Teetrinker, Schleimschnitt, Kleinkartoffelbauergehilfe.
wär's ja, aber ich wette, das hat wieder dasselbe Zeug wie vorher. Je öfter man es hört, desto besser wird es. Ey, geil, ich hab was in Achievement. Geduldener Geduldsfaden heißt's. Ist das geil. Ich hab ein Achievement bekommen. Meine Worte zu wählen. Ich wünschte, ich würde mehr Erfolg haben oder erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Ja, ich würde sagen, die Worte zu wählen, weil er... Bessere Aussprache. Und er würde das nicht machen, dann hätte er ein Problem. Nämlich, wiederhole, dann wäre er jetzt eben kein Klempner. Stimmt, aber das ist der letzte Wunsch. Er kann ihn nicht ändern. Er ist dann einfach ein Klempner, der seine Worte gut wählen kann. Wieso hat er noch mal einen Wunsch bekommen? Nee, er hat nicht keinen Wunsch bekommen. Das ist der letzte der drei. Ja, warum hat er sie bekommen? Einfach so, weil es Tradition ist in diesem Land. Ich wünschte, ich würde mehr Erfolg haben. Mehr Erfolg. Könnte das nicht helfen irgendwie? Ja, versuch's mal, dann kommst du mal weiter. Ja, oder erfolgreicher drin, meine Worte zu wählen. Das würde eigentlich praktisch sein. Dann würde er auch nicht mehr bei der Maus irgendwie sagen, sagen nicht mehr Schäfchen, weil dann könnte er darin mehr, ich drücke immer das. Nein, ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Ist nicht so gesagt, doof. Getan, dein dritter Wunsch. Mamma mia. Oho, was haben Sie mit meiner Stimme gemacht? Bei meinem Bart? Was könnte erfolgreicher sein als ein schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent? Und diese Schnurrbarte juckt der ganze Mario. Richterliche. Ich hab dich gewarnt, Bursche. Nimm einen Wunsch nie auf die leichte Schulter. Es handelt sich hierbei um einen Klempner mit einem Schnauzer, der einen italienischen Akzent. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich. Nein, ich will Ihnen normal. Ich will. Willst du etwa einen O'Donnell bestechen? Mit seinem eigenen Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Unverschämter Schlingel! In Ordnung! Mann, jetzt bin ich wieder normal. Verdammten Liebenswürdigkeit. Mann, ich hab einen Schnurrbart, der fliegt davon! Nein! Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst, Junge. Also ich bin nur noch Klempner. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Lass mich endlich in Ruhe. Okay, also wir haben den Schnurrbart nicht mehr, was ich schade finde. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Wir haben auch... Ich fand einfach den Witz dahinter. Ja, ist geil. Auf Super Mario angespielt. Das war richtig geil. War ein richtiger Anspiel. Italienischer Akzent ist auch weg und wir sind aber immer noch Klempner. Den hat er nicht, wir sind immer noch Klempner. Wir haben den haben wir nicht, vielleicht brauchen wir das irgendwann mal. Ich glaube zwar nicht. Gut, wir können ihn so nicht sehen. Hätte ich jetzt eher gedacht. Der ist komplett weg. Kreuz. Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel. Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Oh nein, wo kam das denn jetzt her? Da ist immer noch Klempner. Ah, wie geil. Turmfenster. Kommen bestimmt noch mehr Klempner-Kommentare. Was? Ich kann nichts sehen. Da hängt irgendetwas von drinnen vor dem Fenster. Hör dir das an. Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel. Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Oh nein, wo kam das denn jetzt her? Das ist immer noch der Klempner. Achso, das ist da. Ich verstehe. Er hat wirklich noch den Klempner. Aber ist cool. Da kann man rein. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Hier ist nichts. Ich benutze mal die magische Linse. Da ist er ja. Hey, er hat eine Münze. Cool. Sonst ist hier die Ausblick. Verregnete es Grüninsel. Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz kannst so schlecht wäre reden? Der rote Pinguin Kratzepulli jetzt doch nicht. Wieder das komische Poster, das überall hängt. Moment, wie ist das denn hierher wie gekommen? Viel Zeit ist das ist doch wieder dieser Zarloff. Extrem, es ist schon 15 Minuten. Müsste jetzt hier wenden, aber ich mach da noch ein bisschen. Alte Flagge, die kann ich mitnehmen. Die Flagge riecht nach Hund. Die Flagge riecht nach Hund, ich nehme sie mit. Woher weiß ich das? Wir haben doch gar keinen Hund. Haben Hunde was mit Klempnern zu tun? Nee. Wieso? Was ist die Frage? Er hat gesagt, diese Flagge riecht nach Hund, aber er hat nachher gesagt, er weiß gar nicht, wie nasser Hund riecht. Weil sie haben keinen Hund. Woher weiß er dann das? Hat das irgendwas mit Klempnern zu tun? Ja, weil Klempner Röhre fixen.
Planeten haben doch keine Hunde. Keine Ahnung. Super Mario hat auch nur Yoshi. Egal. Entschuldigung? Bei St. Patrick? Was denn noch, du gieriges Balk? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Klinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da braucht es schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Glänzendes. Das, wir müssen ihm etwas besonders Glänzendes geben. Das kommt jetzt falsch rüber. Eine diese Trophäe. Wortwahl bei St. Patrick. Ja. Jetzt ist geil. Trophäe. Es muss einfach die Trophäe sein. Krächzende Hafen, aber nein! Ich will doch nichts geschenkt haben! Was hat das denn für einen Sinn? Wir reden hier von einem Grimmigen. Wenn wir nichts geschenkt bekommen. Ich will es, wenn schon, selbst finden. Selbst finden. Das heißt, ich muss es ein bisschen verstecken. Was ist da draußen? Turmfenster? Kann ich da hingehen? Gute Idee. Ob er wohl gerade herschaut? Kann man nicht erkennen mit seinen Augen. Was? Was guckst du denn so blöd? Mist. Mist. Wenn er mich dabei beobachten kann, wie ich den Pokal platziere, nee, das will ich nicht. Er muss das Gefühl haben, ihn zu stehlen. Ich glaube, dafür ist dein Charakter. Er muss das Gefühl haben, ihn zu stehlen. Kann ich das irgendwo platzieren? Das muss ja irgendwo sein. Aber ich kann ja nichts anderes. Weg nach draußen, Poster. Sorry, mein Mikro ist umgefallen. Sorry, sorry. Ja, ja. Ich gehe mal nach draußen. Kann ich hier irgendwo das platzieren? Die Trophäe? Turmfenster. Das sieht aber echt wie ein Rufzeichen aus, ohne Witz. Ja, ah, jetzt habe ich's. Oh, was erblicken meine müden Augen? Das ging sogar wirklich. Ist das ja. Silber? Ein klitzekleines Silberbecherchen? Fliegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Wir müssen etwas draufkippen, was glänzt. Ja, du hast ja den Lappen, aber der ist dreckig. Du musst irgendetwas... Alte Flagge, stimmt. Polieren können. Wir ja, haben... Du brauchst jetzt etwas, damit es polierbar ist, weil du kannst nicht mit einem Lappen hier... Kann ich nicht mit einem Lappen das putzen? So. Flagge kann doch, er kann. Ein bisschen polieren? Einfach so? Ja, mit einem Lappen. Ist ja nass, weil es alles regnet ist. Ach so. Perfekt. Stimmt ja. Die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Alter, zerbröselt? Wollen wir mal. Die, ach, die Flagge. Okay. Oh, was für schönes Wetter hier draußen. Ah, die Waldmeisterlimonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ich hab ihn mal in das Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung. Wie aufgedreht das ist. Und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Wie schlecht das ist. Wie schlecht. Der hätte auch sagen können so. Oh, sieh mal da. Ein glänzender Pokal. Eine Schönheit der grünen Insel. Er hat ihn genommen. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmet kommt heim. Weltuntergang. Halt! What? Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Gut, ich folge mal... Ich jetzt hinterher. Doch, ich folge dem... grünen Männchen über den Regenbogen. Das hört sich so geil an. Oh nein, Alter. Wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Aber geile Melodie. Rainbow auf dem Man. Regenbogen kann ich nicht reisen. Wieso nicht? Was mache ich denn jetzt? Ja, mache ich gleich. Es seh schon. Magie in der Luft. Warte, Magie redet. Nah. Aber er ist weg. Und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Spring in den Abgrund. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich. Gut, wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play Night of the Rabbit.